Das ist schon aufregend und man merkt schon, dass das eine große Bedeutung hat. Für mich persönlich ist das eine unfassbare Auszeichnung. Es ist unglaublich, was da geleistet wird. Der ganze Rahmen, der hier da ist, der ist für uns sehr gigantisch. Das war eine Wertschätzung und eine Anerkennung, die uns ermutigt hat, auch am Ball zu bleiben. Was da vor Ort gemacht wird, das imponiert mir unglaublich. Ich habe ja immer schon gesagt, das ist für mich einer der bedeutendsten Preise oder der bedeutendste, den der DFB hat, weil er eines ganz besonders zeigt, also was Fußball in der Lage ist zu leisten, gesellschaftlich. Wir haben 65.000 Spiele jedes Wochenende in Deutschland mit ganz tollen Vereinen, wo Menschen wie die, die wir heute erlebt haben, sich einsetzen dafür, dass sie friedlich miteinander leben und umgehen. Und dieses Engagement auszuzeichnen, ist für uns extrem wichtig. Ich glaube, wir als Gesellschaft haben durch unsere Geschichte, aber auch durch das Grundgesetz die Aufgabe zu sagen, wir wehren uns gegen Menschenhass und wir werden uns auch immer dagegen wehren und eine sozusagen einheitliche Front bilden, um auch Menschen zu schützen, die von Rassismus oder Antisemitismus betroffen sind. Ehrlich gestanden verfolge ich den Julius-Hirsch-Preis schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Es war schon immer für mich eine Art Wunsch und Traum, vielleicht selbst irgendwann einmal so bedeutsame Arbeit machen zu können. Für uns ist es ein ganz besonderes Event und eine ganz besondere Auszeichnung, weil sie uns in unserer Arbeit, in unserem eingeschlagenen Weg natürlich noch einmal besonders bestärkt. Der Einsatz gegen Antisemitismus und vor allem auch Rassismus ist außerordentlich wichtig, gerade in einer Krisengesellschaft wie jetzt, wo sehr schnell sich wieder Vorurteile auch entwickeln. Von da aus spielen die Sportvereine eine riesige Rolle, damit wir den sozialen Halt in der Gesellschaft behalten und uns auch engagieren in einem modernen Ehrenamt. Der Fußball hat die Macht, eben genau da anzusetzen. Man braucht 4 Schulranzen und eine Cola-Dose und die Kinder oder Erwachsene können dann Fußball spielen. Die Sprache, die eben da gesprochen wird, ist eben der Sport, der Fußball. Alle kennen die Regeln und die Macht ist da riesengroß. Und ja, genau wollen wir eben als Verein gemeinsam mit ASAFF eben ansetzen und unsere Projekte, unsere Idee dann einfach durchsetzen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber ich nehme es einfach stellvertretend für die alle, die wirklich tätig sind. Ich bin als Fußballtrainer tätig. Ich kann auch ein bisschen Einfluss nehmen mit meiner Mannschaft und so, aber nicht so wie diese Leute in ihrem Ehrenamt meistens.